Praktikum Physikalische Chemie. Verdampfungsenthalpie, die Dampfdruckkurve einer reinen Flüssigkeit. Elemente und chemische Verbindungen können als Festkörper, Flüssigkeit oder Gas vorliegen. Diese Zustände werden Phasen- oder Aggregatzustände genannt. In welcher Phase ein Element stabil ist, hängt vom Druck und der Temperatur ab. Die Stabilitätsbereiche der verschiedenen Aggregatzustände einer reinen Substanz werden als Funktion von Druck und Temperatur in einem Phasendiagramm dargestellt. Auf den Phasengrenzlinien liegen immer zwei Phasen im Gleichgewicht vor. Sie werden Koexistenzlinien oder Gleichgewichtskurven genannt. Nur am Trippelpunkt besteht ein Gleichgewicht zwischen drei Phasen. Mithilfe der Dampfdruckkurve und der Clausius-Clapeyron'schen Gleichung kann die molare Verdampfungsenthalpie und der Siedepunkt einer Flüssigkeit bestimmt werden. Um diese zu bestimmen, wird in einem Experiment die Dampfdruckkurve von Methanol zwischen Flüssig und Gas ermittelt. Voraussetzung für die Messung ist, dass sich nur die reine Substanz in einer geschlossenen Apparatur befindet. Für den Versuch wird benötigt eine Vakuumpumpe, eine Magnetrührplatte, ein Dreihalskolben mit Methanol- und Magnetrührstäbchen, ein Thermometer, Hähne zum Öffnen und Schließen, ein Manometer sowie Salz und Eis, um ein Kältebad herzustellen. Um ein Kältebad von mindestens minus 16 Grad herzustellen, wird Eis und Salz übereinander geschichtet. Anschließend wird das Gemisch in einen silbernen Behälter gegeben, um den Kolben mit Methanol von allen Seiten auf minus 16 Grad zu kühlen. Dabei wird die Magnetrührplatte eingeschaltet und das Methanol gerührt. Sobald minus 16 Grad erreicht sind, wird die Membranpumpe eingeschaltet. Dann wird der zweite und der dritte Hahn geöffnet, während der erste Hahn geschlossen ist. Es wird so lange gewartet, bis das Manometer einen Druck von weniger als 7 Millibar anzeigt. Danach wird vorsichtig der erste Hahn geöffnet. Die Flüssigkeit fängt an zu sieden. Das gasförmige Methanol ersetzt die Luft in den Kolben. Der dritte Hahn wird geschlossen und die Pumpe abgestellt. Sobald die Druckanzeige konstant ist, wird das erste Wertepaar notiert. Der Kolben kann nun über das Kältebad gehängt werden. Dampfdruck und Temperatur steigen langsam an und werden in 1 Grad Schritt notiert. Ab 0 Grad Celsius kann das Kältebad ganz entfernt werden. Die Messung ist beendet, wenn die Temperatur der Flüssigkeit 20 Grad erreicht hat. Zuletzt wird Hahn 1 geschlossen und die Pumpe angestellt. Hahn 3 wird geöffnet. Wenn das Manometer wieder ca. 7 Millibar anzeigt, werden Hahn 2 und 3 geschlossen und die Membranpumpe abgestellt. Kommen wir nun zur Auswertung. Der Dampfdruck von Methanol wurde in Abhängigkeit der Temperatur gemessen. Die Messergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt. In Abbildung 1 ist der Dampfdruck als Funktion der Temperatur grafisch dargestellt. Um die Messergebnisse nach Clausius-Clapeyron auszuwerten, wird in Tabelle 2 zunächst der Logarithmus der Dampfdrücke sowie der Kehrwert der dazugehörigen Temperaturen berechnet. Diese Werte werden in Abbildung 2 grafisch aufgetragen. Aus der linearen Regression der Daten wurde die molare Verdampfungsenthalpie sowie die relative Standardabweichung berechnet. In Übersicht 4 sind alle verwendeten Gleichungen zusammengestellt. Aus der Steigung der Auftragung LMP gegen 1 durch T und der Gaskonstanten kann die mittlere molare Verdampfungsenthalpie berechnet werden. Der Siedepunkt der Flüssigkeit bei Standarddruck wurde mittels der Clausius-Clapeyron'schen Gleichung extrapoliert. Zuletzt wird das Auswerteblatt mit den berechneten Werten sowie den relativen Standardabweichungen ausgefüllt.